Willkommen zurück hier bei Murdered Soul Suspect mit mir, dem Jens von den Netzwerk Gaming Bros. Wow, es ist unglaublich lange her, dass ich eine Aufnahme gemacht habe, also guten Monat fast. So lange musstet ihr mittlerweile auch schon auf eine weitere Folge warten und ich möchte mich hier in aller Form entschuldigen. In den letzten Monaten läuft's doch sehr schleppend bei uns auf dem Kanal, aber ich möchte mich bei allen bedanken, die uns treu bleiben und auch alle Neuankömmlinge, denn obwohl momentan nicht wirklich was hochgeladen wird, bekommen wir doch noch den ein oder anderen Abonnenten, was mich wirklich sehr freut und auch überrascht. Dankeschön erstmal an die und willkommen in der Crew sozusagen. Und ja, ich finde es, wie gesagt, sau awesome, wie die Leute einfach trotzdem noch hierher kommen. Und ja, ich möchte das jetzt mal hier feiern, indem wir einfach mal eine weitere Runde spielen. Wie gesagt, es war jetzt echt lange, lange nichts mehr. Und ich muss jetzt auch gerade erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Also ich hänge mich ja, ich hangel mich von einer Aufnahmeepisode zur nächsten. Ja, kurz zur Erklärung. Also bei mir ist es momentan leider aktuell so viel Arbeiten, also normales Real-Life-Arbeiten, ja. Und viele Überstunden und so weiter, und deswegen wollen dann halt die Freundin noch ein bisschen auch was machen, und auch die Freundin will natürlich auch unterhalten werden, so wie das halt heutzutage so ist mit den Frauen, ne, kennen wir alle. Nein, Spaß, also gehört halt alles dazu, und dann muss halt auch leider YouTube ein bisschen hinten rangestellt werden. Bin halt kein Vollzeit-YouTuber, ich habe keine 3 Millionen Abonnenten, dass ich sagen könnte, ach, ich kann davon locker leben, ja. So ist es nun mal nicht. Aber das ist auch gar nicht schlimm, denn das ist ja alles zum Spaß und zur Spannung und hast du nicht gesehen. Und deswegen sage ich jetzt einfach nochmal, willkommen zurück hier bei Murdered Soul Suspect, und dann legen wir jetzt auch los, ohne das Gequake von dem alten hier. Plakette des Hauses des Urteils, bekannt als Haus des Urteils. Vormals Residenz des Richters John Hartthorn. 1641 bis 1717, der bisweilen in seiner eigenen Wohnzimmer Gericht hielt und die Angeklagten in seinem Keller einsperrte, wie in Kolonialzeiten üblich. Seine unglückliche Rolle in den Hexenprozessen von 1692 fleckt seinen Namen dauerhaft. Ja, richtig, ich erinnere mich ein wenig. Das ist ja hier jetzt, wir gehen ja jetzt in das Haus, wo im Prinzip alles angefangen hat mit dem ganzen Spaß. Und das Haus wollen wir natürlich betreten. Und ich hoffe, diesmal sind die Cinematics auch hier hörbar. Also zu seiner Blütezeit war das wohl mal ein interessantes Museum. Jetzt wird das nur noch von rostigen Nägeln und Gerüchten gestützt. Ein Haus, in das du nicht mal deinen schlimmsten Feind schicken würdest. Okay, da ist es. Das Haus des Urteils. Vielleicht ist dieser verlassene Ort doch nicht so verlassen. Ach ja. Ich hasse es, wenn ich recht habe. Okay, das heißt, wir kommen jetzt auch hier aus dem Schuppen nicht mehr raus. Finde das Zimmer mit den beleuchteten Fenster. Oh mein Gott. Also, ja, ich erinnere mich so langsam, wie es weitergeht. Richtig, ja, wir sind ja auf der Spur des Glockenmörders. Und in dem Fall vermuten wir ja, alle zusammen vermuten wir, dass sich es um den nicht so guten Polizisten, ich krieg gerade den Namen gar nicht mehr so ganz hin, ne? Brooke? Nee, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Zack. Oh ja, ich kann's noch. Ich kann's noch. Wie war das gewesen? Wie war denn diese Fähigkeit? F, ne? Ah, keine Dämonen in Sicht. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, was haben wir denn hier? Infos zu meinem Mörder. Gedicht 1. Sie mit dem Teufel tanzt, sie fällt und du birst und schwankst. Das Seil ihr soll zum Fall greichen, des Teufels Schulden sie soll begleichen. Ah ja, so läuft es also hier ab. Harte Gedichte an der Wand. Und man hat immer noch die Affinität, durch die Türen zu gehen. Das ist sehr interessant, immer wieder bewundernswert.
Gedicht Nummer 2. Unnatürlich Bunde aus Geißenfleisch, ein Freund gleich, die Seele entreißt. Mäst mit Sichel, trichst mit Forke, bist du leblos, bist ohne Sorge. Bist du leblos, bist ohne Sorge? Naja, gut. Hier waren so einige Gestalten auf jeden Fall, die hier so ein bisschen gehaust haben, residiert haben sozusagen. Und naja, wir suchen mal das Haus. Da hinten wird es sein. Das Zimmer meine ich, wir sind ja schon im Haus. Da haben wir noch so ein Enthüllungspaket. Da haben wir bisher auch nur eins. Ein einziges haben wir da bisher komplett gemacht. Und ja, ich sag mal so, das wird hier mit Sicherheit kein 100% LP. Jetzt muss ich mal gerade. Assassin's Creed, ne? Was aber auch noch wiederkommen wird, mal als kurze Info. Es wird ja das Assassin's Creed Unity, was ja demnächst rauskommt. Da weiß ich noch ganz ehrlich gesagt nicht, ob ich das spielen werde, weil ja, Assassin's Creed Black Flag ist ja noch nicht mal annähernd durchgespielt und noch nicht mal fertig und bei Assassin's Creed 3 ja auch nicht und ich will jetzt wenigstens mal ein Assassin's Creed komplett durchrocken. Also mal so als kleines, Fun Fact nicht, aber als kleines Detail so zwischendurch, das kommt auf jeden Fall wieder. Das Spiel hat mich sowieso so geflasht, aber es ist halt echt lange abmischend. Irgendwann ist die Kreativität, die man diesem Spiel entgegenbringen kann, doch etwas gemildert. So. Damit das Gedicht Nummer 3. Hüte dich vor dem Mann so unrein, dass er eine Hexe schütze vor Unheil. Ihr Schatten liegt auf seiner Seele, der Verdammnis ewige Leere. Naja gut, das ist ein sehr, sehr depressive, sehr depressive Gedichte, muss man wirklich mal sagen. Also wir sind jetzt hier im Zimmer mit dem Licht. Da haben wir noch ein Gedicht. Mit dem Licht, Gedicht. Ich kann ja voll reimen. Das ist zum Schreien. Okay, hör mal auf. Zu befreien das Land von Schuld, der Wachsamkeit Geduld und das Wirken der Gewalt wird zum Urteilsspruch gereichen. Was? Schuld, Geduld, Gewalt gereichen. Naja, gut. Da treiben sich ja nicht so. Da geht's weiter, oh mein Gott. Das versteckte Zimmer. Heilige Scheiße, sieh dir all diesen Mist an. Was ist das? Oh, frische Farbe, das wurde gerade erst fertiggestellt. Flieg, kleine Hexe, so weit du kannst. Heute Nacht verfolgt dich große Angst. Beide Reiche du sollst verlassen und wie andere im Tod verblassen. Oh nein, das handelt von Joy. Er wird sie heute Nacht töten. Der Mörder konzentriert sich auf Joy. Oh mein Gott, was für eine Tatsache. Suche diesen Raum nach Informationen zum Glockenmörder. So, was haben wir hier? Drittes Aufknüpfungsopfer entdeckt. Bizarre Aufknüpfungen lassen auf Salems schädliche Vergangenheit zurückblicken. Ah ja. In Salems Geschichte gab es Morde, die sich anscheinend wie der Glockenmörder auf die Hexprozesse beziehen. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Stimme ich letztes Mal bei diesen Vorlesereien gemacht habe. Das kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so auf Anhieb hin. Mordmethoden. Hinrichtungsmethoden. Dies sind Mordmethoden und Opfer, die auf diese Weise umkamen. Ich kann nicht sagen, ob er konsequent oder schizophren ist. Irgendwie so wahrscheinlich war das gewesen. Was haben wir hier? Persönliche Gegenstände. Trophäen. Eine Sammlung von etwas, das wie Trophäen der Glockenmordopfer aussieht. Ja, man weiß es nicht. Wir werden es herausfinden, auf jeden Fall. Was? Vergangenheit? Mörderische Vergangenheit. Karte voriger Morde. Diese Karte zeigt alle Orte seiner Morde. Aber viel detaillierter als die der Polizei. Mach mal ein Foto und schick's mal per WhatsApp deinen Kollegen. Da haben wir noch was. Yeah, einfach mal durch. Ja, wo kommen die denn immer her? Die Schwingungen, die ich von diesem Haus empfange, sind unglaublich. Es ist wie im Museum. Die alte Gewalt versucht, die neue zu übernehmen. Ich muss Officer Baxter informieren. Das hier könnte entscheidend sein. Baxter war es gewesen. Ja, Mann. Joyce Mutter spürt ungewöhnliche Geisteraktivitäten im Haus des Urteils. Ungewöhnlich stark. Starke, ungewöhnlich hasserfüllte und einfach nur ungewöhnliche. Ja. Ich mag so drei Wörter mit Punkt danach nicht. Das ist irgendwie mal ein bisschen lame.
So, und hier? Der Teufel hat mich gezwungen, Bürgermeister Studer weist Schuld von sich, nachdem er eine Reihe qualvoller Morde angeklagt wurde. Oh, das war falsch. Alte Morde Salem, es gab in Salem qualvolle Morde vor über 100 Jahren. Sechs von sechs meine ich natürlich. Warte. Ähnliche Morde. Mehrere Mörder. Jahrzehnte auseinander. Ist das eine Reihe von Nachahmern? Eine Verschwörung? Ähnliche Morde geschehen seit mehr als einem Jahrhundert in Salem. Ist das eine Reihe von Nachahmern? Nein! Das ist der... Was hast du noch in diesem Haus versteckt, du Freak? Du Freak. Was war das? Jetzt kommt er. Pja. Ich weiß nur, dass hier zwei Dämonen lauern. Oh mein Gott. So, dann wollen wir doch mal looken, was hier so rund... Oh, müssen wir schnell weitergehen. Schauen wir mal, was dieses Geräusch erzeugt hat. Okay, die sind noch ein Stückchen weg. Oh ne, der kommt jetzt auch hier durch. Falsch. Zittern immer so ganz komisch, die beiden hier. Die Kollegen. Oh, da kann ich nicht rein. Weiter. Da kann ich auch nicht rein. Verdammt. Einfach mal ein bisschen hier durchstrapen, gar kein Problem. Einfach mal laufen. So. Prinzip, wenn der jetzt hier durchläuft, müsste ich eigentlich gerade... Wow, das war falsch. Nein! Verdammt! Also so sollte man es nicht machen, ja? Ja, ist ja gut. Ist ja schrecklich hier. Wow. Ja. Sehr unprofessionell gerade hier alles. Sehr unprofessionell. Ganz klar. Also warte mal. So. Hol. Schnell wieder zurück. Ich muss sie erstmal beobachten, die beiden. Die Lurigis. Ja, jetzt sind wir schon mal einen Raum weiter, glaube ich. Ne? Yo, fuck mich mal nicht ab jetzt hier, du Lappen. Ja, komm, geht denn hier auf den Sack, ey. Mann. Ja, ich weiß, das ist schlecht. Das ist echt schlecht gerade. Aber die sind echt tricky, die beiden, muss man sagen. Man muss sagen, die sind echt tricky. Da ist eine Krähe. Okay, es bockt den gerade gar nicht. Ey, wieso? Warte mal, das checkt jetzt doch nicht. Da geht's runter. Da muss ich hin. Okay, ich weiß schon mal, wo ich hin muss. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal extrem helpful, dass ich schon mal weiß, wo es hingeht. So, warte mal, jetzt machen wir das doch mal anders da. Jetzt lenken wir den ab, wenn der hier reinkommt. Oh. So muss es sein. Oh, scheiße Waffe.
Und der fuckt immer noch mit dem Raben da oben ab. Finde ich geil. Heidewitzka. Es war knapp gewesen. Scheiße, weiß ich nicht. Über nicht geklärte Sachen? Nee. Yeah. Jetzt geschafft. So, jetzt können wir nochmal zurückgehen, gucken. Da war mir schon noch was gewesen. Oh yeah. Enthüllen. Enthüllen! Ja, 8 Stück noch. Rastet doch mal aus, ey. 7 Stück. Rastet doch mal aus. So. Was haben wir denn hier? Plakette der Kolonialküche. Der kleine Küchenbereich im Haus wurde von Dienern und zur Zubereitung von Tee genutzt, aber nicht für Hauptmahlzeiten. Diese wurden von Sklaven aufgrund der Gefahr von Küchenfeuer in Kolonialzeiten in einer separaten Küche zubereitet. Die Folge war sehr real und verbreitet. Das Haus sah in seiner Zeit vermutlich ein halbes Dutzend verschiedener Küchen und keine steht heute noch auf dem Grundstück. Aha. Naja, so ist das halt damals gewesen. Ne? So war das mal. Früher. Ach, hallo? Ein leerer Raum? Naja. Gehen wir mal weiter. Oh, 3! Ja, raste doch mal aus. 3 Stück. Übertrieben. Wie soll ich jetzt an dem Logi vorbeikommen, meine Freunde da? Nope. Ja, das war mir ja klar gewesen. Man, Forrest, man! Hey, Unfähigkeiten, Person. Es ist schon mies jetzt hier unten, ich sag's dir ganz ehrlich. Ey, ich weiß echt nicht, wie soll ich denn da jetzt runterkommen? So, einfach durchstrapen, geradeaus. Ah! Ja, wo ist er? Wo ist der Jens? Ha? Wo ist der Jens? Wo ist der? Oh, oh. Er hat mich gefunden. Wo ist der Jens drinne? Muhaha. Lalalalalala. Arschloch. Sagt man nicht. Aber trotzdem Arschloch. Okay, Freunde, das war hart knapp gewesen. Jetzt müsste ich natürlich noch mal ein Ziel haben, wo ich hin muss. Das wäre schon mal awesome. Den nehme ich hier? Oh ja, die sehen mich. Also der könnte mich sehen. Ich sag's mal so. Okay. Leer. Okay, auch gut. Das ist top hier. Hier ist top. Oh, das ist nicht top, das ist gar nicht top, das ist gar nicht top. Nein! Ach Mann, das war doch fast geschafft, Mann. Fast geschafft. Ich weiß auch ehrlich nicht, wo ich hin muss. Das ist das größte Problem wahrscheinlich. Oh, nein, das ist zu früh. Jetzt. Ist voll gut, dass wir keine Geräusche machen. Ich muss den Scheiß jetzt einfach mal liegen lassen. Leider. So, hier kann ich durch. Da ist nicht so cool. So, jetzt muss ich mal kurz beobachten und achten. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Toll, die patrouillieren jetzt hier so echt einen perfekten Zyklus oder was? Der geht jetzt nämlich hier vorne lang. Ja, super. Wie komme ich denn da mitten durch? Da komme ich wieder zurück in den Raum, wo ich gerade herkam. Hinter den langen Laufen geht auch nicht. Was macht denn der da? Mann, dreh dich weg, du! Nein, anders da, so in die Ecke laufen oder so, das wäre voll toll. Oh, sieht er mich jetzt hier? I hope so not. Das ist scheiße. Das ist gerade echt richtig scheiße. Diese Dämonen sind echt für'n Arsch.
Quatsch. Ich weiß ja noch nicht mal, wo ich hin muss. Ich war doch hier gerade schon mal gewesen. Hier kam ich doch her. Der verarscht mich doch mal nicht. Jetzt bin ich im Prinzip einmal im Kreis gelaufen. Da war ich doch schon gewesen in dem Raum. Mit dem runden. Mit dieser Aussparung, wo die Krähe da hinten hockt. Hä? Warte mal, wo muss ich denn jetzt hin? Finde heraus, ob der Mörder noch im Haus des Urteils ist. Alter. Wie soll ich das rausfinden? Na, komm doch. Oh, oh, hier kommt die zweite Witze. Zu zweit ist uncool. Zweit ist echt uncool. Oh, 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 da muss ich raus. Oh, oh, das ist ja noch beschissener. Oh. Mann, mache ich die Kryungs crazy gerade. Geben sie auf? Nein, sie geben nicht auf. Jetzt aber. Jawoll! Bastard, Alter. So, jetzt checken wir hier nochmal hier kurz out, wie es jetzt hier weitergeht. So, also hier, wow. Das war jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, komm. Weißt du? Wie soll ich denn... Das ist so uncool gerade. Ich komme jetzt hier gerade nicht weiter. Aber das ist eigentlich auch die perfekte Szene, um einfach mal zu sagen... Dankeschön fürs Zuschauen, willkommen auf der Endcard. Ich komme hier gerade nicht weiter, deswegen mache ich jetzt hier mal einen Folgencut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, da können wir dann noch ein bisschen weiter rumprobieren, wie wir hier im Kreis laufen. Tut mir very sorry, dass ich jetzt hier gerade so ein bisschen am Abstinkern bin, aber ich finde es ein bisschen verwirrend, muss ich ganz ehrlich sagen, das ganze Ding hier. Das ist so ein Raum, dann hast du da so ein paar Unterräume, noch einen Raum und einen Flur und da bin ich jetzt schon komplett durchgelaufen und keine Ahnung, wohin sollen. Aber das finden wir in der nächsten Folge raus. Und bleibt gespannt, es geht weiter. Ich bin euer Jens von Netzer Gaming Bros. Haut rein. Tschüss.